von GSP Airsoft. Ach, Joris, bist du auch wieder da? Servus zusammen, Leute, Joris von GSP Airsoft hier. Er ist aber nicht alleine. Servus zusammen, Friday, GSP Airsoft. Servus Leute, hier ist der Fix von GSP Airsoft. Servus Leute, ich begrüße euch wieder aus dem Air Corner von GSP Airsoft. Servus zusammen. Herzlich willkommen zusammen. Servus zusammen, der Felix und Ivan Acker von GSP Airsoft. Heute ist GSP Airsoft. Servus Leute, der Basti hier, GSP Airsoft. Schönen guten Morgen zusammen, meine Freunde. Joris, GSP Airsoft hier. Airsoft Deutschland zuschaut. Einen wunderschönen Freitagmorgen, meine Lieben. Joris, GSP Airsoft hier. Ihr werdet euch sicherlich fragen, was zum Teufel habe ich mir gerade angeschaut? Völlig richtig, das Video wird ein absolutes Überraschungsvideo von meiner Seite aus. Wer meine Stimme nicht erkennt, hier ist euer Ivan aka Friday von GSP Airsoft und ich habe dieses Video über die letzten Tage für euch da draußen und für das gesamte GSP-Team und natürlich die ganze Anhängerschaft erstellt. Das Video heißt The 400 und zwar das 400. Video ist jetzt veröffentlicht worden. Das Video, was ihr euch gerade anschaut, ist Nummer 400. Das ist schon eine ordentliche Summe, wie ich finde. Und ich habe mir gedacht, wir machen einen Jahresrückblick, der ein bisschen später kommt, aber genau etwas Besonderes eben auch sein sollte. Ich musste hier wirklich alte Kamellen ausgraben, die eigentlich gar nicht so alt sind und ich konnte gar nicht glauben, dass das noch 2015 war. Aber wir haben es getan und lassen ein bisschen was durchlaufen von Reviews über die erste Eventbegleitung und so weiter und so weiter. Servus zusammen, Friday GSP Airsoft. Es ist einfach wieder zu windig, dieser scheiß Ort hasst mich einfach. Frisur und alles sitzt schon gar nicht mehr. Heute stelle ich euch unser neues Mitglied vor und hier ist auch schon Robert, unser neues Mitglied. Ihr denkt, Robert ist erfunden oder den gibt es gar nicht wirklich oder den habe ich mir ausgedacht. Robert heißt wirklich Robert. Das allerbeste aber an Robert ist, dass er einfach keine Fragen stellt und einiges aushält. Robert? Robert? Kann gar nicht funktionieren. Hilft nicht. Das ist immer sehr schön. Claimer von euch? Ist die von euch? Heute der große Tag. Ich glaube, ein Tag, wo mir ganz Airsoft Deutschland zuschaut, da ich in einigen Foren schon gelesen habe, ja, wird endlich mal ein Spasti einen Schusstest darüber machen. Dieser Spasti bin heute mal ich, Joris GSP Airsoft. Friday GSP Airsoft, hier geht die Welt unter. Trotzdem gibt es ein Video. Heute Wintergastest. Wir haben diverse Gase da. Ich lasse es alles mit coolen Videoeffekten einblenden, damit ihr auch seht, was wir am Start haben. Eine Sache, die für mich am wichtigsten war, dass wir einige neue Brüder mit in die Familie aufgenommen haben. Die Waffe, die ich benutze, ist eine VFC 417 GBB. Ausführliches Review kommt noch dazu. Fangen wir an mit dem Helm. Den Helm, den ich benutze, ist ein Halfguard-Helm von Zebra Armors. Das ist ein ballistischer Helm. Tobi, willst du noch was raushauen? Ja, also ich muss auch noch sagen, das Rahmenprogramm, was geboten wurde, also abends dann vor allem auf dieser Bühne mit den Spielen, wo dann die einzelnen Shops auch ihre Sachen, ihre Gewinne halt eben da rausgegeben haben, fand ich auch sehr gut. Also war eine coole Action auch, war genau, lustig. Servus Leute, ich bin der Basti, auch Mitglied vom GSP-Team. Jetzt seht ihr mich hier auch mal live in Action. Ich stelle heute mal mein TMG vor. Wir fangen an mit der Waffe. Eine H&K 416. Getuned, aber da gehe ich nicht näher drauf ein, weil da gibt es ein extra Video auf dem Kanal. Wir machen weiter. Die Waffe ist an einen MacPool PTS-Sling. Wir haben auch einige Messen und Events begleitet. Schauen wir uns doch mal ein paar an. Unsere Werbung gestaltet sich mit einem kleinen Film im Film. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja.
Zone 7. Bier! 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 Wie viele Bier? Natürlich hatten wir dieses Jahr auch einige Waffen bei uns. Heute haben wir das G28 bei uns am Start und wir schauen mal, was die Waffe für den Preis wirklich taugt. Der M9 A1 Bazooka Airsoft Grenade Launcher. Mit dem Action Army AAC 21 Gas Sniper Rifle. Heute Review zur HK416 von VFC. Heute präsentiere ich euch das S&T ST338 Sniper Rifle. Haben wir wieder eine etwas besondere Pistole und zwar ist es die Walter PPQ von VFC. Das Snowwolf M82 A1. Und zwar haben wir ein K98. So meine Freunde, irgendwann muss auch mal wieder gut sein und wir freuen uns mit euch zusammen ein geiles Jahr 2016 zu starten. Ich muss euch jetzt nicht erzählen, wie krass und geil und super mega alles wird. Klickt einfach weiter, GSP Airsoft rein, schaut euch weiter die Videos an, kommentiert fleißig und lasst uns doch wissen, was euer Highlight 2015 bei GSP Airsoft war. Euer Friday, danke an alle Zuschauer, haut rein.